Hey ho, meine Lieben, heute machen wir rein theoretisch Sahnehähnchen-Typ Taj Mahal. Es kommt drauf an, was aus dem Päckchen von McAllister rauskommt. Das packe ich nämlich nachher draußen aus, aber da mal die Zeit schon brennt, gehen wir gleich darüber, fange ich an oder zeige ich euch die Zutaten, dann fange ich schnippeln an, schnippel durch und dann gehen wir auch schon wieder raus. Attacke. Viel haben wir nicht. Die Hähnchenbrüste, ein Becher Sahne, soll ja ein Sahnehähnchen sein. Dann eine Dose Ananas in Stücken. Die Edeka Ananas, muss ich sagen, hat mir am besten zugesagt. Zwei Zwiebelchen, bisschen Bacon. Leute, es geht einfach nicht ohne Bacon bei mir. Meistens. Und drei Paprika. Ja, was mache ich jetzt? Brustfilet klein schneiden in der Schale. Und den Rest alles klein schnippeln in der Schale und dann können wir auch schon rausgehen. Sprich, wir sehen uns draußen wieder. Somit wäre das hierherin schon erledigt. So Freunde, dann wären wir schon heraußen. Am Tisch liegen schon meine Zutaten. Ja, ein paar Kleinigkeiten brauche ich noch. Öl und Kellen und so. Und ja, wir packen jetzt das Packerl da aus und gucken, ob das gute Taj Mahal, ich hoffe, dass es gut ist, dabei ist, weil ich weiß es noch nicht. Ist noch komplett zu. Schauen wir mal, was rauskommt. So, dann da runter. So, dann gucken wir mal. Nicht, dass wir hier das Video umbenennen müssen. McAllister, das sind Beef Buddy Gewürze, Chicken Run und warum bekomme ich jetzt Beef Buddy Gewürze und einen Hulk von Klaus? Moment, den muss ich kurz anrufen. Hey, servus. Ich hab gedacht, ich krieg von dir die Gewürze. Was? Ganz unten. Ja, warte, da muss ich gucken. Bis nachher. Ciao, ich geb dir dann Bescheid. Ja, ja, okay. Und tschüss. So. Also er hat gesagt, ganz unten. Dann gucken wir mal, ob wir ganz unten noch was finden. Doch, doch. Ich glaube, da kommt was. Da kommt was. Oh. Hey, Darkwing Duck. Moment, ich suche weiter. Big Bang Theory. Sehr geil. Und wo ist es jetzt? Ah, da kommt was. Chili Gonzales. Also jetzt mache ich mal Sorgen. Hallo, hallo. Da ist es! Taj Mahal! Sehr geil! Da war noch was, da war noch was! Oh. Noch eine Nachfüllpackung vom Medikopter! Ja, McAllister! Komm wieder auf mich mal! McAllister! Komm schief! So, jetzt aber. So, McAllister, dann sage ich mal recht herzlichen Dank. Und wie gesagt, das Taj Mahal probieren wir gleich aus. Aber das nächste Mal behalt doch die Beef Buddy Gewürze für dich und schick mir bloß die von dir. Okay, gut. Indische Gewürzmischung. Zutaten, Gewürze, Paprika, Koriander, Kreuzkümmel, Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Fenchel, Zimt, Nelke, Lemongrass, Steinsalz. Okay, machen wir mal hier die Dose gleich auf. Riecht gut. Also ich mache hier immer die Deckel komplett runter. Weil dann kann ich nämlich diese Einsätze hier komplett wegmachen. Und dann stören die mich absolut nicht mehr. Ja,
Dann hätte ich gesagt, warten wir noch, bis die Kohlen komplett heiß sind, durchgeglüht sind, unter den Topf drunter legen und dann können wir auch schon loslegen. Gut. Kohlen habe ich unten drunter geschmissen und außenrum einen riesen Haufen. Das wird schon ausreichen. Dann lassen wir den Dutch Oven heiß werden, bevor wir anfangen, unser Zeug anzubrutzeln. So Leute, dann hoffe ich mal, dass der heiß genug ist. Ja, den Bacon habe ich da gleich mit rein. Schauen wir mal, ob wir... Ja, ich glaube, so viel Fleisch ist das nicht. Das werden wir schon auf einmal anbraten können. Dann brate ich das jetzt an, mache dabei die Schale sauber, da kommt nämlich das Fleisch nachher nochmal schnell rein. Und ja, danach geht es dann gleich weiter. So, das mit dem Anbraten hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich gewollt hätte. Dazu haben wir jetzt, ja, hat sich zu viel Flüssigkeit abgesondert. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Tun wir es raus. Und dann brutzeln wir noch kurz unser Gemüse an. Sieht Flüssigkeit auch noch ein bisschen raus. Oder warte ich schnell, bis sie doch noch verdampft ist. Schauen wir mal. Naja, gut, die Flüssigkeit sammelt sich ziemlich hinten. Dann fange ich hier an, jetzt das Gemüse ein bisschen anzubrutzeln. Das können wir ja dann auch wieder raus tun. Was ich vorher vergessen hatte, war der Knoblauch. Den habe ich mittlerweile auch mit rein. Ja, das sind die Kohlen schon heiß. So. Erste Portion anbraten und dann wieder raus. Und dann tun wir noch den Rest, eben Zwiebeln, Knoblauch und die restlichen Paprika auch noch anbrutzeln. Und danach können wir alles zusammen wieder in den Topf rein. So, ich hatte jetzt noch ein bisschen was von der Flüssigkeit raus. Und wieder mal muss ich sagen, die Profagus-Kohlen. Naja, dieses Jahr... reichen fast nicht aus zum Topfen, obwohl ich so eine riesen Ladung drunter habe. In der Grillkota hat man es nicht ganz so extrem gemerkt. Warum? Die hat von unten einen gescheiten Luftzug. Aber heute haben wir gedacht, gehen wir mal wieder am Dutch Oven Tisch. Und ja, mein Gott. Jetzt schmuggeln wir hier die Zwiebeln noch ein bisschen an und den Knoblauch. Und dann können wir die restlichen Zutaten wieder komplett hinzutun. Und dann geht es auch schon weiter. So, das reicht jetzt soweit. Zwiebeln sind ein bisschen glasig. Dann können wir unseren ganzen Rest, inklusive der Flüssigkeit, die ich vorher abgeschöpft habe, wieder reintun. Und der extra Brühe oder irgend sowas kommt dieses Mal eben nicht mit rein. Warum? Seht ihr gleich. Wir hauen den kompletten Ananassaft nämlich mit rein. Und dann wird es rein theoretisch, hoffe ich, ausreichen. So, aber bevor ich jetzt da rumstoche und umrühre, kommt jetzt endlich das Dutch Machal in Einsatz. Machen wir mal ein bisschen was rein. Und nachher schmecken wir auf alle Fälle nochmal ab, ob wir noch was dazu tun müssen oder nicht. So, das reicht erst einmal. Neues Gewürz, keinen Plan. Na, ich glaube, da kann nachher schon noch was rein. Das sehen wir dann.
können wir einen Deckel drauf tun. Und ja, noch so eine halbe, dreiviertel Stunde so stehen lassen. Ich höre es mal schön brodeln. Das heißt für mich jetzt aber auch, dass ich hineingucke ab und zu, damit man nichts ankokelt. Oh, Leute, hier wünsche ich mir jetzt wieder Geruchs-YouTube. Passt. Und unsere Sahne kommt natürlich ganz, ganz zum Schluss mit hinein. Ja, weiter brodeln lassen. Ja, dann fange ich doch schon mal an, die Kohlen runter zu tun und unten rauszuziehen. Weil wenn die Sahne drin ist, soll es ja nicht unbedingt mehr aufkochen. Der Dutch-Ofen ist ja eh noch heiß genug. Jetzt so circa eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, ne, nicht hier. Dann nehmen wir unsere Sahne. Eigentlich wird der halbe Becher schon fast ausreichen. Aber da ich nicht weiß, was ich dann mit dem anderen halben Becher machen soll, rein damit. Das Ganze mal. Da kann schon noch was rein. Definitiv. Wenn es überwürzt ist, ist der McDutch schuld. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Blasmusik? Ist in Musikheim Musikprobe wieder. Hört mal bis hierher. Geile Sache. Geil. Richtig, richtig geil. Probierle, machen wir nachher drinnen noch ein ordentliches. Ich schnapp mal jetzt den Dutch-Ofen und bringe ihn rein. So, Freunde, dazu natürlich ein bisschen an Reis. Und tödö. Mein Gott, sieht das gut aus. Was ist genau das? Was zum Essen, was zum Essen, mit viel Soße. So, und Leute, ich komme jetzt vor die Cam und dann machen wir ein ordentliches Probierle. So, Leute, und wenn das Ganze so aussieht, dann habt ihr schon mal gewonnen. Dann riecht es bestimmt auch so gut. Und hey. Was soll ich sagen? Geil. Wir essen jetzt. Wir essen jetzt und danach komme ich nochmal vor die Cam zum endgültigen Fazit und dann sprechen wir noch da gut noch. Ganz kurz drüber, genau. Oh, Leute. Richtig, richtig lecker. Geil war das. Also ich muss sagen, da hat unser McAllister ein richtig gutes Gewürz hingebracht. Und meine
110%ige Empfehlung hat es auf alle Fälle. Also ich finde es mal richtig perfekt abgestimmt. Mehr Gewürz hätte ich jetzt da gar nicht mehr reinhauen dürfen. Hat perfekt gepasst, finde ich persönlich. Schatz, was hältst du davon? Sehr gut. Alles, was du sagst? Ja. Patricia hat von der Kinderschokolade den Mund voll. Sekunde. Das Schmacherl. Indische Gewürzmischung. Naja, Fleisch wissen wir ja. Anbraten ist nicht so Michis ein Ding, aber das macht gar nichts. Es war trotzdem sehr, sehr lecker. Und das Gewürz auch sehr gut. Tja, wenn es schnell gehen muss, dann ist es halt so. Aber alles in allem war das Ganze wirklich absolut stimmig. Mhm. Vom Gemüse, vom Fleisch, mit dem Reis dann noch perfekt. Also nachmachen, ausprobieren. Das könnt ihr über einen McAllister bestellen. Der hat es bei sich auch verlinkt. Ich schau mal, ob ich den Link irgendwo finde. Dann setze ich den noch unten rein. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Halt, noch zum letzten Video mit dem Touch-Ofen, mit dem Verschicken. Also in diesem Video ging es wirklich nur rein darum, wie der Touch-Ofen verpackt war. Nicht von der Sauberkeit. Also da war ich eigentlich zufrieden, außer dass er ein bisschen sehr ölig war. Und das ist auch der Grund, warum ich den Touch-Ofen dann noch neu einbrennen werde. Und dann wird sich auch rausstellen, ob der vielleicht irgendeine Macke hat oder sonst irgendwas. Ja, das wollte ich noch schnell sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Tschüss. Selber eingelegt? Na freilich. In was? Muss überlegen. Das ist jetzt.